Die Jury ist ja extrem kompetent zusammengesetzt. Das Verfahren der Jurierung ist mehrstufig, sodass mit einem hohen zeitlichen Aufwand unter Hinzuziehung vieler, vieler Fachleute, die genau in diesem Bereich eine große Kompetenz ausweisen, in einer nach meinem Dafürhalten bei anderen Wettbewerben nie mit diesem Tiefgang und dieser Qualität vorhandenen Sachverstand bewertet und am Ende auch geurteilt wird. Was ist denn das Innovativste an dem Gebäude? Gibt es da ein Feature, wo Sie sagen würden, das habe ich noch nie gesehen? Was man heute so haben sollte, komplett. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwas, was so richtig ins Auge springen würde. Wir haben ja jedes Mal, wenn wir den Preis ausloben, einen Fragebogen konzipiert. Und dieser Fragebogen wird an alle Teilnehmer gesendet. Er ist in drei Kriteriengruppen unterteilt. Sprich, soziokulturelle Kriterien werden dort bewertet, dann ökologische Kriterien und ökonomische. Und wenn man das dann sauber ausgefüllt zurückbekommt, kann man diese Einsendungen sehr gut vergleichen. Each jury member visits one or two buildings, because then he or she knows it better. And then he or she will present it to the jury on the final meeting, when we decide about the winners. Looking from all aspects, is it sustainable? Is it a multi-tenant house? Can it be converted into other purposes if the tenant moves? Yes. The construction is they can move every wall by 80 centimeters interval. So if you look at, as I see it from the prime property award perspective, does it have any weak points? No. Es geht um Senkung von Nebenkosten, um Senkung vor allen Dingen der immer teurer werdenden Energiekosten. Und da haben Sie schon Kriterien, die sowohl für Shoppingcenter als auch für Hotelgebäude als auch für Bürogebäude gelten. It can happen that the jury changes the mind, because the pictures and the experience on site may be different, pro and contra. Als ich dorthin gefahren bin, dachte ich, es ist einer der Favoriten. Und als ich zurückgekehrt bin, dachte ich, ich könnte es zumindest nicht befürworten. Interessant auch die Anteile der Zertifizierungen, die wir bei unseren Einreichungen hatten. Das lag anfangs bei 10-20%, also zertifizierten konkreten Vorschlägen. Und später ist dieser Anteil auf 70-80% gestiegen. Das war vielleicht zu Beginn noch ein Thema, was mehr oder weniger im Marketingbereich vieler Unternehmen angesiedelt war. Und mal einfach so eine Bewegung, wo viele drauf aufgesprungen sind. It's going much, much further than just the actual the structure of the building itself, but what happens out with the building. You know, transport links are always key as well to where a building is and how people get in and out of work, how are people encouraged to go to work. If you look at the photograph down here of the car park, yes. It looks heavily focused on car travel to and from work, is that? So I think it's much more of not just about the bricks and mortar of the building itself, which predominantly the awards we've done earlier were more about, but it's more about how the building fits into the environment, what the lasting impact is in that environment, and really how it affects the community that it finds itself in. So it's that social vision is becoming much more important.